So, hallihallo Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben mit dem Mod Die Rückkehr. Ja, wer natürlich die ganzen Monsterjagdfolgen gesehen hat, insgesamt 7 Stück, der wird jetzt an dieser Stelle eine kleine Veränderung sehen. Und zwar, da erzähle ich jetzt ein bisschen was dazu. Wir haben ja hier abgespeichert letztes Mal bei Folge, keine Ahnung, 203, 204, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ja, und da sind wir Level 83 gewesen, jetzt sind wir Level 94, das heißt, wir haben durch die ganzen Monster, die wir so im Laufe der ganzen Level noch kaputt gemacht haben, sind wir 11 Level gestiegen, haben von, glaube 62 Lernpunkten auf 184 oder sowas rum in der Art. Wir haben noch ein paar Bossmonster gekillt. Ja, insgesamt, ich habe mir das aufgeschrieben alles, mein Goldstand vor dem ganzen Gedönse hier war 74.000, jetzt haben wir 91. Und dann haben wir 6 Stunden Spielzeit verbracht mit Monster kaputt. Das waren 6 Stunden. Das wären jetzt in normalen Parts ausgedrückt wieder 12 Parts gewesen, die ich dafür gebraucht hätte. Wie gesagt, ich habe das gern abgekürzt. Ich denke mal schon, dass die meisten dann die Monsterjagdfolgen doch geschaut haben, weil sie ganz witzig waren, muss ich sagen. Auch ein paar Kommentare, die ich da eingefügt habe und so. Also ich habe das versucht, so spannend wie möglich zu machen, obwohl das natürlich nur stupides Monsterklopfen ist. Wer nicht dazu geguckt hat, dann hier bitte die Aktualisierung einmal und im Inventar. Wir haben ein paar, viele neue Sachen natürlich. Ich habe noch nicht alles verkauft natürlich. Hier sehen wir hier die ganzen Ork-Waffen noch hier, diese 400, über 400 Stück und es sind sogar 450 oder so. Ja, viel erlebt, hat wirklich Spaß gemacht, das ganze Sumpflager ausgerottet und so. Ja, jetzt stehen wir hier und machen jetzt an dieser Stelle auch weiter. Wir haben nämlich noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Unter anderem müssen wir diese 2 Runen noch lernen. Dann geben wir den schwarzen Weiser ab. Und das machen wir im 4. Kapitel. Und dann heilen wir das Auge Innos. So sieht's aus. Könnt ihr mal kurz gucken, wegen dem schwarzen Weiser. Weil den habe ich nämlich jetzt auf jeden Fall dabei. Den habe ich dabei. Da muss ich nur mal kurz schauen. Schwarzer Weiser. Wir haben ihn. Jetzt müssen wir nur noch Lester finden. Okay. Aber ich glaube, wir wollten noch mit den ganzen Leuten hier quatschen. Das machen wir noch. Die Charlotte so, oder so. Charlotte. Wen haben wir denn hier, Punkt? Ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass du mit Asmal fertig geworden bist. Er war bei uns allen nicht sonderlich beliebt. Außer vielleicht bei Lutero. Aber dem ist größtenteils sowieso egal, wer bei uns das Sagen hat. Also nimm meinen Glückwunsch entgegen. Ich denke, aus dir wird noch ein ganz brauchbarer Anführer. Danke. Okay, wenn du es sagst. Dann machen wir erstmal wieder einen kleinen Taschendiebstahl natürlich, so wie immer. Womit erfreust du mich diesmal? Ich wollte gerade sagen, ich finger jetzt ein bisschen an dir rum. Aber da interessiert mich nur die Geldbörse. Danke. Hey. Also du bist jetzt der neue Anführer der Gilde. Klaro. Ja? Asmal hat dich wohl unterschätzt, auch wenn er ein ziemlich harter Typ war. Man sollte sich mit dir lieber nicht anlegen. Könnte einem schlecht bekommen. Mhm. Kann man so sagen. Ganz genau. Na gut. Jetzt sag mal, was du von mir willst. Hey, ich will versuchen, deinen Geldbeutel zu klauen. Aber jetzt erstmal hier wird er drüber speichern. Warte mal. Was ist das? Bin mal gespannt, wann wir hier die nächste Stufe erreichen, also 260 Erfahrungen. Wie ist es dir gelungen, Asmal den Hintern zu versohlen? Willst du es mal testen? Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Du bist ja ziemlich heftig drauf, wenn solche Leute wie Asmal für dich kein Problem darstellen. Wird wohl so sein. Willst du es ausprobieren? Nein, nein. Nicht doch. Das habe ich nur so. Ach, vergiss es einfach. Ich muss halt leider trotzdem immer noch vor jedem abspeichern, falls es mal nicht klappt. Und da habe ich keinen Bock, das immer neu zu laden. Wie geht's dir, Boss? Das ist doch mal hier eine Anrede, oder? Wir sind jetzt der Boss hier. Ja, das sind wir. Du hast das mal also erledigen können. Ich bin erschüttert. Wieso denn? Ich dachte schon, das würde niemandem gelingen. Offensichtlich hast du dich geirrt.
Sieht ganz so aus. Nun ja, jetzt bist du der Anführer hier. Der bin ich. Ach komm, wir wagen es mal gleich. Hat geklappt. Super. So, Flyle, das wird wohl hier der E-Gitarrist nochmal sein, glaube ich. Van Lange heißt er nämlich nochmal. Oder ist er das? Nein, das ist der Dings, der Morgenstern, genau. Er trägt auch hier einen Morgenstern sozusagen. Also ganz grob mal gesehen, ja. Ich kann ihm ja mal einen Morgenstern geben, aber das geht wahrscheinlich nicht. Was ist, gibt es Arbeit? Ja, für mich. Zwar dich wieder zu beklauen. Okay, ich glaube, das war jetzt erstmal genug. So. Jetzt aber wieder zurück zu den anderen Sachen. Wahrscheinlich warten hier Xardas, Pyroka und Vatras immer noch darauf, dass ich endlich mal zum Ritual erscheine. Wahrscheinlich, keine Ahnung, spielen die hier schon Mensch, ärgere dich nicht da und warten da auf mich oder sonst was. Oder verbrennen sich gegenseitig ihre Kutten mit irgendwelchen Feuerzaubern und ja, Pyroka beschwört einen Feuerregen, Xardas hetzt einen Dämon auf Vatras und Vatras erfriert sie alle mit einem mit einer Eiswelle und so weiter. Ich kann mir das immer so richtig gut vorstellen. Die hampeln da voll rum da hinten und dann, wenn der Held kommt, da tun sie wieder ganz normal. Ja, Vatras klopft sich dann ein bisschen auf die Robe, um das Feuer noch auszumachen und so, und dann tun sie so unschuldig. Okay, jetzt gehen wir zu Xardas Turm und machen endlich mal das mit dem... Ach du Scheiße, wir haben 1400 Orkherzen. Das ist ja nicht mehr schön. Ah, genau, wir müssen noch mal kurz ins Minental. Das habe ich jetzt vergessen. Und zwar machen wir diese Aufgabe noch. Auf jeden Fall machen wir die noch, die hier. Das habe ich ja im per Kommentar noch mal eingefügt, dass wir da... Ja, wir waren damals noch nicht stark genug und haben deswegen die Orks auf dem Schiff nicht fertig gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Und dann, ja, mussten wir die so lassen. Aber jetzt, denke ich mal, sind wir so stark. Also ich musste noch sämtliche Pflanzen essen. Das wollte ich alles noch machen. Aber hier warten wir noch. 1000 Dunkelpilze, das will ich noch erreichen. Okay, haben wir jetzt genug gemacht. Hier jetzt teleportieren wir uns direkt erstmal hin. Dass das noch ein bisschen schneller geht hier wieder. So. Alfred Orquest. Das habe ich aufgeschrieben. Okay. Achso, ja. Oh, ich hoffe, dass Lester hier oben ist. Wenn nicht, muss ich den noch suchen. Weil da habe ich nämlich dann keinen Plan, wo der sich aufhält. Normal sollte der aber wirklich hier oben... Das Problem hatte ich nämlich erst, dass der nicht da war. Aber wo ist denn der im dritten Kapitel? Ich habe da irgendwie so... Ach, das ist wieder... Das ist genau das, was ich meine. Da habe ich wieder keine Ahnung, wo der sich versteckt. Das sind so Dinge, die kann man sich einfach nicht merken. Okay, lass uns das mal logisch überlegen. Lester, drittes Kapitel. Er hat sich jetzt ausgeschlafen bei Xardas. Ich glaube nicht, dass er hier unten ist, aber ich werde trotzdem mal nochmal kurz runtergehen. Vielleicht ist es ja auch irgendein Fehler oder so und er ist nur bei mir unten. Aber ich glaube, wenn wir ihn irgendwo finden, dann wird er eventuell im Sektenlager schon sein. Also hier vor dem Pass. Das wäre jetzt meine Lösung. Aber da habe ich ihn, glaube ich, auch schon mal gesucht und nicht gefunden. Ich hoffe mal nicht, dass er irgendwo im Waldlager in Miental ist, weil dann, boah, da müssen wir ihn echt gut suchen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wo der hingegangen sein soll. Also, nee, ganz ehrlich, warum sitzt Lester wieder hier unten? Wieso? Was will er hier unten? Das ist so eine Frage, die geht mir jetzt nicht mehr raus. Tut mir leid. Was macht Lester jetzt im Tal? Jetzt bin ich mal gespannt, was er dazu zu sagen hat. Du siehst nicht gerade fit aus. Diese Kopfschmerzen wollen einfach nicht aufhören. Da braut sich was zusammen. Ich denke, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Okay, gut, dann jetzt werden wir diese Quest abschließen, Leute. Es ist ein grandioser Moment. Trommelwirbel und so. Ich habe hier was für dich. Ehem, was meinst du denn? Willst du etwa sagen, dass du doch einen schwarzen Weisen gefunden hast? Gut geraten. Hier, nimm, ein echter schwarzer Weiser. Wirklich? Dann wollen wir ihn mal ausprobieren. In der Tat, das ist er. Wo hast du ihn bloß gefunden? Das ist unwichtig.
Entspann dich lieber und genieße dieses Kraut. Danke, mein Freund. Du hast mir sehr geholfen. Okay, das war sie. Sie ist weg. Jetzt haben wir nur noch 4 Quests drin. Sehr schön anzusehen. Ja, dann geht's ab in die Stadt. Wir verlieren keine Zeit. Dann holen wir uns auch gleich nochmal kurz unseren täglichen Sold ab hier von Cardiff. Dürften bestimmt schon wieder... Oh, wir waren ja jetzt lange weg. Ich schätze, dass es 500 Gold sind, 400, 500 sind. Natürlich, danke. Oh, nur 250, da waren wir aber richtig schnell. Haben wir nur 5 Tage für das Ganze gebraucht. Das ist jetzt, ja, wundert mich so ein bisschen, aber... Der arme Kerl kann ja, besser als nichts. Wir sacken gern alles ein. Ja, eigentlich sollte ich mal wieder Schwerter verkaufen und sowas. Aber was wir noch machen müssen, auf jeden Fall unsere 184 Lernpunkte irgendwo reinstecken. Das auf jeden Fall. So. Dann gehen wir kurz zu Galahad und lernen kurz noch Monster schrumpfen und Untote vernichten. Das ist eine schlimme Sache. Ich hoffe, dass ich eine Monsterschrumpfen-Spruchrolle noch dabei habe. Okay, 2 Stück. Hey! So, Monsterschrumpfen! Wer doch überhaupt nichts dazu zu sagen hat. Na, soll mir recht sein. Obwohl ich die Sprüche gern gehört hätte, ist bestimmt interessant, was da die Magier zum Beispiel dazu sagen würden, zu Monsterschrumpfen. Eine mächtige Rude, mit der kannst du jedes Lebewesen schrumpfen oder so. Fertig. Ah, das hast du aber auch ganz schön lieblos gesagt, mein Freund. So eine Rune muss man ehren, muss man die. Der Untote vernichten eigentlich auch. Fertig. 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 Der Held besiegt den untoten Drachen. Fertig. Der Held rettet die komplette Welt, den säubert komplett im dritten Teil alles. Tötet Zuben, tötet den König, macht alles. Am Schluss steht er vor dem Portal, setzt den Sockelstein ein und sagt, fertig. Fertig. Einfach nur fertig. Mehr hat er nicht zu sagen. Nee. Nee, er hat einfach nicht mehr zu sagen. Er sagt einfach nur fertig. So, das ist Untote vernichten. Boah, kostet 100 Mana, der Scheiß. Und Monster schrumpfen, wo haben wir es? Hier. 300 Mana wollen die mich arm machen. Ach, das können wir gerade so einmal wirken, wenn unser Mana voll aufgeladen ist. Ja, wir werden das wahrscheinlich irgendwann demnächst mal direkt testen. Okay, dann würde ich sagen, wir packen es jetzt nochmal kurz an und gehen schnell ins Mintal, dass wir auch diese Quest beendet haben. Zum Pass in Corines. Ja, zucken wir da nochmal schnell rein jetzt hier. Ach komm, ich bin wieder zu faul jetzt hier, so langsam zu laufen. Obwohl das irgendwie auch so total langsam aussieht, so, Aber wir können ja hier durch, die Orks sind ja schon lange weg. Ich will nur hoffen, dass sie mir nicht hier wieder abstürzt, so wie beim letzten Mal. Obwohl ich ja da gerade derbe Probleme habe bei meinem Gothic 1 Let's Play. Da stürzt es an jeder Ecke hier gerade ab. Das regt mich so auf. Aber normal sollte das eigentlich funktionieren. Wir speichern auch mal wieder richtig ab. Fangen einfach wieder hier oben an. So. So, es lädt noch. Ihr hört mich noch. Es lädt noch. Ja, das sieht gut aus. Die Balken zucken schon. Perfekto. Können wir speichern hier. Dann teleportieren wir uns ins Waldlager. Das ist super. Die Rune erkennt man sofort, weil die so einen grünen Baum drin hat. Das finde ich sehr cool. So. Na, ihr schwarzen Gestalten. Alles klar bei euch?
Dann ist ja gut. Ah, nicht abstürzen, bitte. Okay, wir können mal wieder aufhören, hier so rumzuhampeln. Das regt mir ja total auf hier gerade. Ring der Macht. Naja, so mächtig ist der auch nicht. Okay, wir nehmen wieder die schnelle Variante nach unten, würde ich sagen. Und das ist die hier. Joe Knack. Ich habe was anderes gehört. So. Oh, der will mich schon ansprechen, glaube ich. Das speichere ich lieber mal nochmal kurz ab. Achso, der will mich trainieren. Du. Okay, gut. So, okay. Die Quest. Ich habe etwas für dich. Und was ist das? Es ist ein Brief mit Notizen. Ich habe ihn dem Kapitän der Draka abgenommen. Leider kann ich diese Schrift nicht lesen. Ihm. Lass mal sehen. Natürlich, hier ist er. So, so. Sieht so aus, als wären das orkische Schriftzeichen. Bist du dir sicher? Absolut. Ich habe früher schon Ähnliches gesehen. Übrigens, Schachromal, auf diesem Schriftstück ist ein orkischer Kriegsstempel. Und was sagt uns das? Die Orks stempeln damit nur sehr wichtige Militärdokumente. Ah, das willst du wissen, ich glaube, dass in diesen Notizen für uns sehr wichtige Informationen enthalten sein könnten. Dann müssen wir herausfinden, welche. Ja. Aber wie? Die Orks werden uns das sicher nicht verraten. Und eine andere Möglichkeit fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Bleib ruhig, ich werde eine Lösung finden. Ehm. Versuch es ruhig. Aber ich glaube nicht, dass du es schaffst. Wir werden sehen. Wie oft habe ich diesen Spruch schon gehört? Wir werden es niemals schaffen. Nein, nein. Ich muss jemanden finden, der diesen Brief übersetzen kann. Ja, wer könnte das denn sein? Wer kann denn Orkisch lesen und ist unser bester Freund? Das ist natürlich wieder der alte Urshak. Den werden wir jetzt gleich besuchen. Alter Dämonenturm. So. Oh, watch. Ja, komm, wir lassen diesen Speedring jetzt mal ein bisschen an. Ah, die Welt ist ganz schön leer geworden ohne die ganzen Biester. Ah, das war glaube ich nichts. Jetzt bin ich hier. Ah nein, es geht. Ich kann durchlaufen. Okay. Urshaki, da bist du ja. Kannst du mir bei einer Angelegenheit helfen? Urshak immer bereit, Menschen zu helfen. Was Urshak können machen für Freund? Ich habe hier diesen Brief. Er ist in orkischer Schrift verfasst. Könntest du ihn für mich vorlesen? Gut. Mhm. Freund geben Brief an Urshak. Erlesen und Freund zuhören. Hier, bitte. Punkt. Hier geschrieben stehen große Pläne von Orks für Krieg gegen Menschen. Krutuk Jabart. Woher haben Mensch diesen Brief? Hab ich zufällig entdeckt? Lies weiter, was dort geschrieben steht. Ehm. Orks schreiben, dass bald kommen viele starke Krieger hierher, um zu kämpfen gegen die Menschen. Doch Brüder müssen zuerst erobern große Festung von Menschen. Ohne Festung die Orks nicht werden weiterziehen zu kämpfen, nicht dürfen kämpfen mit Feind im Rücken. Benötigen große Ramme zum Aufbrechen Wand und Tor. Dazu Brüder schicken einen Trupp Sklaven zu Bauernramme. Sie bald in großes Lager der Orks kommen. Das alles sein, was hier stehen. Verstehe, die Orks möchten also eine neue Ramme bauen, um die Festung zu stürmen. Urshak so denken.
Alles klar. Danke für die Hilfe. Ich finde es so witzig, weil Urshak ist ja eigentlich wirklich total der Verräter eigentlich. Er hilft uns ja hier, wo es nur geht, gegen die Orks. Ich finde das so genial. Ja. Das berichten wir am besten gleich mal. Das wird Alfred sicher interessieren, was wir da rausgefunden haben. Oh, ich glaube, so ein drittes, viertes Mal dürfen wir das nicht mehr machen. Das könnte garstig für uns werden. Er hat auf die falschen Leute so gehört. Jetzt geht's wieder zweimal mehr. Naja, oh, in dich reinspringen wollte ich eigentlich nicht. Ich habe herausgefunden, worum es in dem orkischen Brief geht. Wirklich? Um was denn? Die Orks werden das Tal nicht verlassen, bevor sie die Burg eingenommen haben. Deswegen haben sie einen Sklaventrupp gesandt, der eine neue Ramme bauen soll. Sie haben vor, die Burg erneut anzugreifen, sobald diese Ramme fertig ist. Verdammt. Wenn das tatsächlich wahr ist, haben Garund und seine Männer nicht die geringste Chance, diesen Angriff zu überstehen. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Wo ist dieser Trupp jetzt? Er bewegt sich in Richtung der orkischen Stellungen. Du musst ihn um jeden Preis stoppen. Diese Sklaven dürfen die Burg nicht erreichen. Leichter gesagt als getan. Vor allem wissen wir nicht, wo sich dieser Trupp jetzt genau befindet. Was haben wir schon für eine Wahl? Wenn wir zulassen, dass die Orks eine neue Ramme bauen, sind wir alle verloren. Das sollte auch dir klar sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alleine schaffen kann. Ich gebe dir einige meiner besten Männer mit. Mit mehr Unterstützung meinerseits kannst du aber nicht rechnen. Danke, mal sehen, was ich ausrichten kann. Ach, wir würden das sogar allein schaffen. So, das mache ich aber nicht hier bei Dunkelheit. Das machen wir hier schön, wenn es wieder hell wird. Deswegen legen wir uns mal kurz hin. Dann gucken wir mal noch, wen wir da mitnehmen können von den Herrschaften hier. Raus aus meinem... Hä, bestimmt nicht. Jetzt schlafe ich hier. Ich glaube, die werden extra gespawnt, die Leute. Die stehen jetzt wahrscheinlich hier vorne rum irgendwo. Ist das wirklich wahr? Oder auch nicht. Albert gab mir den Befehl, dich bei der Suche nach der Ork-Einheit zu unterstützen. Alles klar. Etwas Hilfe kann nicht es sie haben. Gut. Du kannst auf mein Schwert zählen. Ich habe von Albert den Befehl erhalten, dir gegen den Ork-Trupp beizustehen. In Ordnung. Folge mir. Gut. Okay, wir haben jetzt zwei Ritter an unserer Seite. Da fühle ich mich ja gleich um 2% stärker, muss ich ehrlich sagen. Ah ja, sagen wir 10%. Als Ablenkungsmanöver taugen die bestimmt was. Wenn sie über diese Brücke drüber kommen, ist immer so mein Bedenken. Deswegen laufe ich einfach mal einen geraden Strich. Ja, es scheint zu klappen. So, natürlich müssen wir den Orkdruck erst noch finden. Ja, ich weiß ungefähr, wo er ist. Bin aber schon ein paar Mal dran vorbeigerannt. Bis ich ihn dann beim ersten Mal durchspielen gefunden habe. Ich glaube, es ist wirklich einfach nur, muss ich ziemlich gerade hier halten, dann findet man ihn sofort. Oh, hier blitzt es wieder ganz schön an der Stelle. Ich glaube, wir sind glaube ich auch schon da. So, wir speichern hier nochmal schnell ab.
So, jetzt mal ganz leise. Wir gucken mal, ob wir hier richtig sind. Ah, was habe ich denn gesagt? Hier sind wir doch sogar goldrichtig. Dann mal, wie üblich, auf sie mit Gerbrand. Komm her! Ja, so mag ich das. Einfach nur in die Orks reinschlachten, was das Zeug hält. Ich hoffe nur, dass ich meine Kugel hier nicht treffe. Oh, da gab es gerade einen Tagebucheintrag. Sind alle platt. Ja. Du musst dich ins Lager begeben. Hohoho. Albert muss erfahren, was hier geschehen ist. In Ordnung. Verfluchte Orks. Wir haben sie alle niedergestreckt. Jetzt musst du in unser Lager zurückgehen und Albert davon unterrichten. Mach ich. Gut. Ja, das war kurz und schmerzlos, wie man so schön sagt. Ja. Die haben auf jeden Fall nicht viel gespürt. Aber ich sehe hier nirgends auch nur das kleinste Gerüst einer Orkramme. Die haben wohl wirklich gerade eben erst angefangen. Wahrscheinlich haben die noch auf Material gewartet vom Schiff, aber da lebt ja leider niemand mehr. Da ist nichts zu holen. Von dem her hat sich das Vorhaben in Luft ausgelöst. Nichts zu holen. Ja gut, so viele waren das natürlich jetzt auch nicht, muss man zugeben. Also das ging nichts jetzt eigentlich. Okay, dann gehen wir noch einmal zurück. Halt nicht zum Dämonenturm, wir gehen zum Waldlager. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Ja, es ist doch in Ordnung. Irgendwie hat er gerade einen leichten Hänger hier, das sieht man schon. Der erzählt uns immer noch davon, wie er doch die Leichen nicht plündern kann, aber jetzt scheint es vorbei zu sein. Okay, ich finde, da haben wir gut was geschafft wieder und mit die Mission auch abgeschlossen. Dann können wir auch wieder nach Korinnes zurückgehen und dann das Augenos machen. Albert! Was ist los? Ich habe große Neuigkeiten für dich. Der orkische Sklaventrupp ist vernichtet. Ausgezeichnet. Das ist die beste Nachricht, die du mir bringen konntest. Nun brauchen die Paladine keine Angst mehr vor einer Erstürmung der Burg zu haben. Die Orks müssen jetzt an den Mauersteinen nagen, wenn sie eine Bresche in die Burgmauer schlagen wollen. Sie können jetzt kaum noch etwas ausrichten. Daran gibt es keinen Zweifel. Und was dich angeht, ich glaube, dass du eine reiche Belohnung verdient hast. Leider habe ich nicht genügend Gold, um dich angemessen zu belohnen. Aber ich glaube, dass ich mich anders bedanken kann. Ja, mit 44.000 Erfahrung hier, vielleicht. Nimm diesen kostbaren Ring. Ich habe ihn von König Robar höchstpersönlich bekommen. Eigentlich erhalten solch eine Auszeichnung nur die tapfersten Krieger in Oz. Na. Aber auch wenn du kein Paladin bist, hast du dir diese Ehre redlich verdient. Trage ihn mit Stolz. Danke. Ich wollte gerade sagen, wenn das nur die tapfersten Leute kriegen, dann müsste ich ja schon einen ganzen Schrank voller Ringe haben. Okay, was haben wir bekommen? Ein Ring. Ring. Enos Heldenmut, genau. Ja. Können wir tragen, ja. Der schützt uns nochmal besser. Unter anderem vor Pfeilen natürlich, was ganz wichtig ist. Gut. Ich würde sagen, wir machen gleich nochmal einen Abstecher in die Burg schnell und verkaufen noch ein paar Sachen. Ich werde aber schon mal die Rune zum Pass ins Minental wieder auswählen. Weil wir dann uns gleich vom Acker machen und dann in der nächsten Folge machen wir das Auge Innos und dann, denke ich mal, läuten wir das vierte Kapitel ein, auf jeden Fall.
Hey, du. Wir haben doch auch alle nichts mehr zu sagen hier. Garond, alles klar. Ja. Okay. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. So, gehen wir noch kurz zu Retatando. Verkaufen ein bisschen Krempel. Und dann sind wir fertig für diese Folge. Zeig mir deine. Oh je, der Arme. Das ganze Lager hinter ihm ist wahrscheinlich schon voll von meinen Waffen. Krachter Tag, krachter Gar, Drachenschneide, Stachel des Skorpions. Wie gesagt, die besonderen Waffen will ich mal noch alle behalten. Den schweren Kriegshammer auch, das kann weg. Runenmacht kann eigentlich weg, das kann auch weg. Den Inquisitor brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ein Langschwert sowieso nicht, die Orkwaffen weg. Weg. Stabkeule weg. Crash irgendwas auch weg. Crash Pach auch weg. Ulumulu, nein, natürlich nicht. Rostige Waffen können wir auch wegtun. Das machen wir nicht mehr. Rostige Schwerter weg. Stab des Ork-Schaman, wow. Bellingnagel auch weg. So, Kriegsarmbrust, Ork-Armbrüste. Langbogen. Ah, leichte Armbrust. Ja. Gut, wir haben wieder aufgeräumt im Inventar. 7000 Bolzen. Ich suche gerade meine Pfeile. 63 nur. Das ist schon echt wenig eigentlich. Okay. Leute, macht's mal gut. Und ihr da draußen auch. Ihr fleißige YouTube-Schauer, Gucker. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann auf der anderen Seite, wenn wir das Orgenos heilen. Tschüss und bis bald.